Herzlich willkommen zurück zu Settlement Survival. Letzte Folge haben wir unter anderem, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, es ist schon wieder ein bisschen her, hier unten mit den Dorfhäuschen was gemacht, ein paar Brücken ausgetauscht und hier und da ein paar Verbesserungen gemacht. Ich habe gerade schon gesehen, hier sind wieder Leute, die neue Häuser wollen und ein neuer technischer Punkt, der an den Mann gebracht werden will. Ich weiß jetzt nicht, wo wir den jetzt am besten einsetzen. Ich mache jetzt einfach mal vom Gefühl her und sag mal, wir haben 55 Leute zum Arbeiten frei, dann, keine Ahnung, Zuckerfabrik, Ladenwerkstatt, wir machen das einfach mal. Wir gucken mal, was rauskommt. So, wir hatten hier, glaube ich, irgendwo eher so ein, ja, Nahrungsmitteldistrikt ist das falsche Wort, aber hier sind so ein paar von diesen, zu diesem Thema passenden Häuschen. Ist nur die Frage, wie kriegen wir hier noch irgendwo einen Platz hin? Wenn wir kommen natürlich. Karawane ist zurückgekehrt. Sehr schön. Können wir hier einfach ein bisschen. Den See brauchen wir eigentlich eh nicht. Komm. Ist jetzt ein bisschen eckig geworden, der See, aber das ist mir jetzt egal. Wir machen nämlich da jetzt eine Straße hinter. Und eine Pflastersteinstraße. Kriegen wir die hier noch irgendwo. Ganz zufällig so vorbei. Perfekt. Und schon haben wir Platz, um da eine Zuckerfabrik aufzubauen. Wobei wir ja wissen, dass man alles meistens zweimal braucht, also machen wir es einfach zweimal. Und die Marmeladenwerkstatt können wir uns auch. Was? Holzplatters? Krumme Bäume entdeckt. Cool. Holz ab den Scheiß. So, die bauen hier ein neues Ruflevel erreicht. Von wem? Friseursalon, glaube ich, ja jetzt nicht, ne? Was haben denn jetzt freigeschaltet, was denn neu ist? Der Friseursalon. Ja, das ist doch mal was. Was gibt der denn? Der macht's auch. Gesundheitsverbesserung. Ja, perfekt. Das ist doch genau das Richtige für hier. Für hier. Okay, dann halt so rum. So, komm, wir sind, was? Nein, euer Antrag wurde nicht abgelehnt. Stopp, stopp, nein! Kommt zurück, ihr Fremden. Ich wollte euch doch nicht ablehnen. Wer hat euch denn abgelehnt? War auch mal spannend zu sehen, wie das so aussieht, wenn die hier durchlatschen. Wieso darf ich, wann sind die hier angekommen? Und der März ist da, natürlich. Was auch sonst. Wenn es eine Sache gibt, die hier immer wieder sicher ist, dann ist es der März. So, lass mal gucken, wann das hier oben fertig wird alles. So, was ist hier wieder das Problem? Butter. Milch, ja. Haben wir Milch? Ich glaube ja nicht. Ist mir egal. Kriegst trotzdem Kollegen. So. Was ist hier? Hier fehlt wieder einer an Arbeitskraft. Eine Arbeitskraft. So. Komm, hier. Macht mal ein bisschen mehr Papier. Hier. Dann haben wir ein bisschen mehr davon. So, was haben wir jetzt hier? Zuckerfabrik. Die stellen wir her aus Zuckerrohr. Haben wir scheinbar sehr viel von. Wunderbar. Wir können also unsere Leute dann demnächst schön mit Zucker dingsen. Bettschumbo. Bettschumbo und Technologiefenster. Was? Der Brotpunkte. Es gibt hier schon wieder eine neue. Eine Bergbauverarbeitung. Wo ist das Technologiefenster? Was soll das sein? Man weiß es nicht. Egal. So, was ist hier? Ausgebildete Arbeiter. So, was kann man hier? Marmelade. Kann man herstellen aus Äpfeln, Kirschen, Kastanien, Pfirsich. Wir haben, glaube ich, kein Obst auf unseren Landschaften hier unten. Kann das sein? Kaffee, was wächst hier? Datteln. Sonst haben wir nichts, ne? Müssten wir uns also mal mit befassen, dass wir vielleicht mal irgendwie Obst dran schaffen. Dann haben wir auch Marmelade. Da freuen die sich vielleicht, die Leute. Hier, da kriegst du mal ein paar Kollegen. So, wer braucht denn noch einen Freund hier?
Irgendwer noch ein Freund? Keiner? Niemand? Was ist denn hier oben mit dem Friseursalon jetzt? Ich finde das schön, dass der auch medizinische Gesundheitsvorsorge oder sowas macht. Ne? Das ist gut. So. Einzelne Bürger sind obdachlos, manche wollen neue Häuser. So, hier ist doch alles schon geupdatet. Sehr gut. Hier fast. Hier sind noch einzelne Häuschen drin, die das noch nicht sind. Würde ich ja mal sagen, wir fangen jetzt hier einfach mal auch wieder an, machen ja mal wieder einen Schwung neue Häuser rein und gucken mal, was passiert, weil ich meine, die Zahlen da oben sind ja, ne? Die sprechen ja durchaus für sich. So, was sagt denn so unsere Rohstoffgewinnung hier? Okay, Eisenerz, das Gedings, dann, Laterne, das ist zu wenig. So, eventuell mal gucken, nicht, dass wir unsere Laternen jetzt hier verheizen und dann nicht vorwärts kommen. Ja, 300 Laternen sind vielleicht ein bisschen wenig. Machen wir mal 1000 draus, ne? Können wir hier noch ein bisschen Upgrades reinpacken. Was brauchen die? Wir brauchen Lampenöl. Dann sollten wir vielleicht da auch die Produktion mal auf 1000 erhöhen und hier dann doch nur auf 500. 5000, sehr gut. So muss es sein. So, hier hat er schon Hammer, der hat schon Hammer, der hat schon Hammer, der hat schon Hammer, der hat noch keinen Hammer. Ist gar nicht, die Struktur-Upgrades sind, glaube ich, gar nicht so wichtig für uns, also hier an der Stelle. So, mal gucken, so. Müssen wir so eure Lampenvorräte auf Vordermann bringen. Ich weiß nicht, der Brennstoff ist, wir gehen einfach mal auf 4000, haben die da auch mal was zu tun. Glasverbrauch geht auch relativ hoch immer. Sollen wir auch mal erhöhen? So, Ziegel. Dann haben wir mal auf 2000, haben wir wieder genug von allem hoffentlich. Dann müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Hier ist keiner drin. Niemand ist im Altenheim. Das ist auch interessant. So, haben wir hier mal Reparaturwerkstätten, mal alle ein bisschen mehr Personal. Was bist du? Du bist ein Wasserwerk. Ist auch noch ein Freund. So, hier. Schule ist am Worken. Ja, danke fürs Rumschreien. So, hier läuft alles, hier läuft alles, hier läuft alles auch. Hier läuft einer zu wenig. So, was ist das denn hier? Kräutersammelhütte. Kann das sein? Die sollten, glaube ich, umziehen, wenn ich mich recht entsinne. Kann das sein? Irgendwas haben wir davor gehabt. Ich habe es ja vergessen. Jetzt arbeiten sie auf jeden Fall hier mit einem vergrößerten Team zusammen. So, 1 von 6. Bandagen. Haben wir, glaube ich, gar nicht. Die werden nirgendwo hergestellt, kann das sein? Dann lasst die doch mal hier, dann stellt ihr doch mal Bandagen her. Dann haben wir die auch mal auf Lager, wofür auch immer wir die brauchen, keine Ahnung. So, wir müssen demnächst dann auch wieder ein paar Brücken austauschen, habe ich gerade gesehen. Hier oben ist gerade gedroppt irgendwie. Wie kann hier jemand am Verhungern sein, Alter? Wir haben Lebensmittel im 6-stelligen Bereich. Ich hab da mal eine Frage. Textilien dafür im nicht 6-stelligen Bereich. Lederschuhe. Und nur 2 Stücke auf Lager. Ein Handelsschiff, alles mal Stopp. So, Handelsschiff, was hast du auf Bord? Weihnachtsmannmütze, ich weiß ja nicht. Kohle, Brennstoff, Lehm, das interessiert mich irgendwie persönlich gesehen gerade alles gar nicht. Ziehe es weiter, bitte. So, können eigentlich mal bestellen. Und zwar Obst. Nee, okay, dann, keine Ahnung, Apfel. Apfelsaatgut kostet 60, Alter. Egal, wir bestellen uns das einfach mal. Wir haben es ja dicke. So. Bürger haben Durst, das ist das Dingens. 12 Bürger wollen neue Häuser. Ja, Leute, also noch mehr upgraden kann ich ja hier nicht, ne? Also mehr als das angeboten wird hier.
Die waren aber alle nur zu zweit da drin, ne? Irgendwie. Wohnraum nicht ganz optimal genutzt, ich sehe schon. Zustände wie in Berlin. So. So, die Pflanze wächst nicht, das ist schön. Fruchtbarkeit 100%, 100%, was? 96, ja, okay, das kann er machen. So, hat er gerade ein obdachloses Kind, während es in der Schule war? Wie geht das? So, da kommt unser Obst, Apfel, irgendwas angefahren, glaube ich. So. Kann auch wieder nicht upgraden, weil wir keine Lampen haben. Wo gehen denn unsere ganzen Lampen hin? Bin ich. Hä? Wo werden die denn verbraucht? Ist das echt noch eine weitere Reihe von diesen Lampenfabriken bauen, nur damit wir Lampen herstellen können? Naja, wir werden sehen. So. Schiff fährt einfach weiter. Das Transportschiff. Neues Saatgut. Perfekt. So. Ich finde dafür, der Tick kann mal weg. Da kommt dann der Apfel hin. Ja. Den lassen wir einfach mal machen. So, was gibt's hier? Hier gibt's Honig. Okay. Gut, gut, gut. Hier werden die Häuschen abgedatet. Sehr schön. Hier oben halt nicht, das ist halt alles riesengroßes, ja, nicht geupgradetes Land. So, ja, ich habe zur Kenntnis genommen, wir haben einen Apfel gefunden. Yippie-aye. Achso, ich wollte nach den Schuhen gucken. Wo kriegen wir eigentlich Schuhe her? Wer stellt unsere Schuhe her? Quizfrage, stellt überhaupt irgendwer Schuhe her? Hier nicht. Da war eine Frage. Ah, hier. Ledermanufaktur. Lederschuhe. Ja, vermutlich zu wenig, ne? Verarbeitung. Textilien. Schneiderraupe, Kleidungsfabrik, Bettwaren. Haben wir hier nicht, cool. Zeitverarbeitung. Wasserpökel, Gemüsemarmelade, auch nicht. Schatz. Ah, hier bestimmt. Kaktuskräutersammlung, Ledermanufaktur. Dann können wir uns davon einfach noch eine dritte. Dann haben wir vielleicht dann auch genug davon. So. Wir haben von diesem Holz viel zu viel. Wir brauchen das eigentlich gar nicht. Wofür? Keine Ahnung. Aber wir haben es. Für alle Fälle ist es da. Haben wir nicht eben schon bei 800? Ich glaube, uns sind ein paar Leute gerade gestorben. Passiert. Und wir haben wieder März. Was auch sonst. Das Einzige, was hier konstant passiert, ist März. Was kann eigentlich die Moschee? Nicht wirklich viel, ne? Die ist einfach da. Wir haben auch wieder sehr viele Lager, die voll sind. Müssen wir auf jeden Fall auch im Auge behalten. Nicht, dass wir uns dann da selbst ins Aus katapultieren. Mhm. Ja, Lederschuhe, Lederstiefel. Boah. Ja, Lederschuhe, weil den Rest haben wir nicht. Würde ich mal so vermuten, ne? So. Ja, kauf mal Glasflaschen. Ist immer gut. Keine Ahnung, ich lese die Nachrichten meistens gar nicht. Ich kaufe einfach. Das ist so vom Gefühl her. Es fühlt sich richtig an. So, wir könnten mal wieder eine Karawane losschicken demnächst. Voraussetzt, das läuft so hier. Fangen sie an, Äpfelchen anzupflanzen. Das ist sehr gut. Damit wir dann endlich mal Marmelade herstellen können. Und der Verwalter ist wieder arbeitslos hier. Hat keinen Bock mehr. Bildungsfähigkeit plus 1. Ja, ändern. Bergbaufähigkeiten plus 1. Neues Saatgut Tabak. Ich meine, wir haben schon Tabak. Kann das sein? Hier, wächst doch schon. Tabak. Ja, dann hat der gute Mann sich gerade selbst disqualifiziert. Dann sind die Bergbaufähigkeiten. Weil, was, warum? Warum? Neuen technischen Punkt. Den können wir doch noch reinhauen jetzt gerade. Was haben wir denn hier?
Keine Ahnung. Versorgungsdepot, I don't know. Es hört sich irgendwie. Es hört sich interessant an. Haben wir hier so eine Umschlagstation irgendwo? Nicht wirklich. Ja, bauen wir einfach mal eins von irgendwo hin. Von den Versorgungsdepots. Keine Ahnung, passt das hier zufällig? Nein. Passt das hier? Nein. Nirgendwo passt es. War klar. Ich habe halt keine Ahnung, was das sinnvoll so einzusetzen kann. Ob man das überhaupt sinnvoll einsetzen kann. Wir packen es einfach mal hier hin und gucken mal, was passiert. Ja, wir gucken in der nächsten Folge mal, was dann daraus geworden ist. Ob daraus was geworden ist. Wenn ja, wie viel. Und freuen uns, dass wir jetzt hier Zucker haben. Können wir den Leuten endlich ein bisschen Süßkram andrehen. Und ja, nächste Folge gucken wir einfach weiter. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.